Hallihallo und willkommen zu einem neuen ARK-Video. Ihr seht, wir sind wieder auf Fjordur unterwegs und zwar bei 42.3 und 28.4. Und ich freue mich heute ganz besonders, euch etwas zeigen zu hören, was ich liebe. Denn wer mich kennt und meine Videos länger schaut, der weiß, dass ich die Gen 1 Unterwasser-Aquarium liebe. Und genau so etwas befindet sich auch hier. Ihr braucht natürlich Scuba oder einen Tech-Anzug. Ich befinde mich jetzt im Creative-Modus und kann deswegen einfach runtertauchen. Und ihr seht, die Map ist ja insgesamt nicht sehr hoch und auch nicht sehr tief. Ich würde euch also auch einen Quetzepark auf der Map nicht empfehlen. Und nicht sehr tief unten ist dann dieses Gate. Und es ist genau wie so ein Gen 1 Gate. Und ihr seht, dahinter befindet sich auch etwas, was eigentlich aus Gen 1 kommen könnte. Es hat auch nach oben einen Ausgang, das heißt, auch hier könnt ihr rein. Und es hat einige schöne Spots zu bieten. Beispielsweise hier kann ich mir sehr gut vorstellen, ein bisschen zu bauen. Vielleicht sogar noch hinter diesem Pillar hier. Das ist schön versteckt. Nicht auf den Pilzen, die sind nicht abbaubar. Was ebenfalls ganz cool so als Starterposition ist, ist hier links oben ist auch so eine kleine Ecke. Ein bisschen versteckt. Hier kriegt man easy eine Foundation und ist mit die erstmal rein. Für einen Start. Und es ist natürlich cool hier unten, denn man hat eigentlich alle Ressourcen, die man zum Starten braucht. Man hat Metal, Stein, Holz, Öl in der Nähe, Perlen durchs Meer. Das bedeutet, man kann hier sehr gut anfangen. Aber haltet euch fest, es gibt nicht nur dieses eine Aquarium, sondern noch ein zweites und das befindet sich bei 41.8 und 31.0. Und auch hier wieder steigen wir ganz tief herab. Wir befinden uns nur ein paar Meter eigentlich neben dem anderen. Und zwar ist, wenn ihr gerade dort runter taucht, so ein Tunnel. Und durch diesen Tunnel müssen wir schwimmen. Wir folgen diesem Tunnel komplett bis zum Ende und wir sehen auch hier wieder so eine typische Wand. Und dahinter befindet sich etwas, was für Gen 1 eigentlich total untypisch ist. Es ist nämlich kein klassisches Gen 1 Aquarium, wie wir sie bereits kennen, sondern eine Art Sumpf unter Wasser. Wir sehen es an diesen grünen Farben, dass das Ganze ein bisschen unfreundlicher ist. Aber ihr seht auch hier ein krasses Aquarium und das ist sogar ziemlich groß. Zudem hat es nur einen einzigen Eingang, was es natürlich als Spot, auch als Wow-Spot im PvP, ziemlich stark macht. Hier befinden sich die typischen Sumpftiere, wie zum Beispiel Schlangen und Spinnen, aber daneben auch Megalania und Megalosaurier, Aberrant Megalosaurier. Auch eine Gasvene fehlt hier nicht. Aber ich wäre nicht ich, wenn ich nicht noch ein drittes cooles Aquarium für euch gefunden hätte. Und zwar bei 45.3 und 34.9. Ihr seht, kartenmäßig sind wir nicht weiter gewandert, nur ein bisschen südlicher. Und an der Stelle tauchen wir straight nach unten. Und unter so einem kleinen Vorsprung und gegenüber von solchen Muscheln, die man im Übrigen auch wieder abbauen und dadurch Siliziumperlen farmen kann, findet sich ein weiteres Tor. Wir kommen hier in eine Cave rein, die nur einen einzigen Eingang hat. Und im Großen und Ganzen aus einem ziemlich überschaubaren Raum besteht. Sieht wieder typisch Gen 1 aus mit diesen Pflanzen. Take my eyes open.
Wenn man in dieser Cave an der rechten Seite nach oben blickt, dann sieht man hier so eine Einbuchtung. Und der gegenüber ist ein kleiner Vorsprung, wo man sich als Anfänger auch sehr, sehr gut aufbauen kann. Weil hier das einfach von unten nicht gesehen wird, vom Eingang. Da muss man schon ganz genau hinschauen. Hier ist auf jeden Fall genug Platz für eine kleine Starterbase. Und ihr seht, das sieht man überhaupt nicht von unten. Zudem habt ihr in dieser Cave wieder Metal zum Farmen. Ihr habt Holz. Holz sind diese Äste hier. Steine kommen aus den Korallen raus. Und draußen direkt vor der Tür Perlen. Das toxische Gift von den Quallen. Also drunter und dran ein guter Base-Spot, gerade für Anfänger. Und für Fortgeschrittene, die können sich natürlich zur Aufgabe machen, mal die ganze Höhle zu claimen. Wobei das durch das große Eingangstor natürlich immer sehr schwierig ist. Eine weitere gute Stelle, um den Starterbase aufzubauen, findet sich auf der linken Seite und hier in diesem Vorsprung, denn auch das ist sehr klein, sehr übersichtlich und schwierig zu entdecken von unten. Hier müssen wir ein bisschen arbeiten, dass die nicht so hoch sind, die Foundations, dass man da noch ein bisschen Platz hat. Aber so zum Beispiel kann man da ganz gut was aufbauen, ohne dass es von unten direkt gesehen wird. Insgesamt hat diese Höhle sehr, sehr viele Vorsprünge, wo man irgendwelche kleinen Starterbasen draufbauen kann. Wobei die natürlich auch von einem, der jetzt richtig sucht, ganz einfach gefunden werden können. Wie findet ihr diese Terrarien und würdet ihr darin bauen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Alles Gute für euch.